Schlager zerfällt ja beim nach dem Pennen. Ja. Ich mache auf jeden Fall das hier schon mal. So. Raumschlitten. Oh, das ist eine Möwe, die gerade auf Land ist, aber ich glaube, die kriege ich nicht, oder? Fundament. Na, verdammt, ich wollte das ganze Glück. So, ich würde sogar sagen, wir machen uns hier ein kleines Doch, kriegst du. Haha, Möwe erwischt. So. Warte mal, ich glaube, ich habe noch was, oder? Ein Stückchen. Ich habe auch noch zwei, drei Stückchen gehabt. Ja, wir haben mit reingehauen, haben wir. So. Das ich brauche jetzt noch zwei Stück und dann hier. Nee. Ne? Wie konnte ich denn jetzt hier das? Ach, die Stöcke waren für das da hinten, das war nicht für das hier, okay. Ja, die Stöcke waren für den Schlitten. Damit können wir dann den Baumstamm wiederholen. Der ist fertig. Heißt dann wieder jetzt Baum, Bäume fällen. Baum fällt. Baum fällt. Aber nicht. Du machst aber euch verdammt schwer, ich merk's gerade. Hä? Hat mal jemand den Wagen fest? So, aber bevor wir, Alter, schon wieder diese scheiß Gollums hier, wir hatten ja noch gesagt, dass Bibi ja auch noch was sagen kann, möchte. Ja, dann hier wir ja. So, ich nehme mal die Baumstämme hier mit, die du gerade da so fleißig hin verteilt hast. Damit wir auch mal ein bisschen weiter machen können. Also, Yvonne. Mir fällt ein bisschen Tonic so ein. Hält jemand mal kurz den Wagen fest in den Baumschlitten, dann zeige ich euch mal was. Was hast du vor? Warte mal, ich komme mal mit zu dir, dann kann ich mir das mal zeigen. Was auch immer du jetzt gerade vorhast. Oh, das war das gefragt. Das hat den Wagen festhalten, nicht den Stamm. Ja, Entschuldigung, mit großen Dingen kenne ich mich besser aus. Ach, geil. Okay. Warum nicht? So. Muss aber nur jemand am Wagen festhalten, das ist richtig mies, damit wir zwei Baumstämme drin haben. Also falls wir wirklich mal eine Mauer wieder bauen müssen oder sowas Großes vorhaben. Kann passieren. So. Oh, wir kriegen Besuch. Moin. Ja. Greifen Sie dann doch an. Ja. Hab ihn. Ich hatte ja eigentlich gehofft, das bleibt uns noch ein bisschen erspart. Nö, das geht schon direkt am Anfang wieder los. So. Ey! Meins? Hä? Wo ist der andere hin? Hier war noch einer. Der ist abgehauen. Der eine läuft gerade da so geradezu Richtung Baumstumpf runter, links vorbei, ist weg. Der hat gerade gesagt, nö, ich hab meinen Freund getötet, ich hau mal ab. So. Okay. Ja, dann zieh doch vor, Markus, ob du, wie es aussieht.
Wenn bei BB jetzt dazu nicht gerade jetzt nicht was sagen kann. Ja, dann mache ich kurz meins, während ihr da aber auf Bäume fällt. Was willst du denn sonst alles machen jetzt gerade? Das ist jetzt gerade das Ziel, das Ding da für dich zu kriegen. Ja, also zum einen wollte ich nochmal ganz kurz gerne erklären, warum ich überhaupt für mich das eine Projekt zu für... Autsch! Aua! Für beendet erklärt habe. Okay. Da gab es für mich halt zwei essentielle Gründe, das Wort habe ich gesucht, essentielle Gründe. Das eine ist, dass ich glaube, dass gerade zum Schluss hin die Chemie in der Gruppe nicht mehr gestimmt hat. Das soll nicht heißen, dass irgendjemand jetzt als Einzelperson ein schlechter Mensch ist oder dass ich den jetzt hasse oder dass irgendeiner davon jetzt ein Arsch wäre oder sonst irgendwas. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern ich rede jetzt wirklich von dem Gesamtgruppenbild, hat einfach in meinen Augen die Chemie nicht mehr gestimmt, was halt auch immer wieder an gewissen kleinen Anzeichen zu merken war. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel mit Enrico alleine gezockt habe und wir haben unsere freie Lobby-Videos zusammen gemacht, da war der Enrico, der hat gelabert, der hat gelacht, der hat mitgemacht, der hat mit mir rumgealbert. Aber wenn wir sonntags hier in der Gruppe gespielt haben, nichts. Ja, ich bin noch da. Ja, ich lebe noch. Ja, ich bin noch da. Mehr nicht. So einfach mal so als Beispiel, woran ich halt einfach gemerkt habe, dass halt die Chemie und das Beisammensein in meinen Augen nicht mehr funktioniert hat. Und Punkt Nummer zwei, was auch für mich dann auch dann praktisch das zum Schluss das Ausschlaggebende war, war einfach, dass wir ein riesengroßes Kommunikationsproblem hatten. Ja, wir hatten ja eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, die aber praktisch nicht genutzt wurde oder kaum genutzt wurde oder zumindest nicht für den richtigen Zweck genutzt wurde. Es wurde sich nicht ordentlich abgesprochen, es wurde Sachen nicht ordentlich angesprochen, es wurde immer nur über Sachen gesprochen, wenn jemand nicht da war, aber wenn die Person da war oder erreichbar war, da wurde nichts angesprochen. Und das sind halt alles so Sachen, die für mich halt einfach nicht gehen und nicht funktionieren. Weil so kann man halt einfach keine funktionierende Gemeinschaft und Gruppe bilden. Das funktioniert halt einfach nicht, wenn man sich nicht miteinander austauscht und nicht miteinander zusammen Hand in Hand arbeitet. Es wurde dann auch zum Schluss dann immer mehr zu guck mal, was der macht und guck mal, was der macht und der macht ja sowieso alles falsch und was ist eigentlich mit dem? Und das waren halt alles so Elemente, die für mich einfach nicht mehr dazu gepasst haben, dass das Projekt und die Gruppe in und für sich funktioniert und aufgeht und zusammenpasst. Und weil einfach ich jemand bin, ich bin unglaublich auf der Suche nach Ruhe, Harmonie, nach friedlichem Beisammensein und nicht nach sich gegenseitig irgendwelche Sachen an den Kopf knallen und sonstige Geschichte in der Richtung. Und deswegen habe ich dann halt praktisch für mich die Bremse gezogen und habe gesagt, okay, wir müssen hier was ändern. Also ich bin halt einfach jemand, wenn ich sage mir, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann muss man was ändern. Wenn man nichts ändert, dann bleibt es so. Und ich habe halt einfach gesehen, dass wir auf einem Weg zusteuern, wo es immer gleich bleibt. Egal, was wir machen, es würde immer die gleiche gesprungene Schallplatte sich abspielen jeden Sonntag. Und darauf hatte ich halt einfach keine Lust mehr. So, wie ich mir jetzt die nächste Zeit vorstelle. Ich würde gerne praktisch eine Art neue Gruppe Projekte öffnen. Ja, wo ich praktisch Schirmherr bin, wo ich praktisch das Ganze leite. Und würde das Ganze auch gerne erstmal kleiner halten. Aus dem einfachen Grund, weil ich auch das Gefühl hatte, einfach, dass umso mehr wir versucht haben, Leute dazu zu kriegen, umso mehr ging auch die Stimmung in der Gruppe kaputt. Ja.
Nur, dass ich das mal kurz eingrätschen kann. Du hast auch ein paar Mal zum Beispiel angesprochen, gut, die Folge, die kommt irgendwann noch, das wird in Zukunft passieren. Aber auch solche Sachen wie zum Beispiel, wir treffen uns sonntags mit drei Leuten, haben schon ein Rumpfteam, du hast ein Stream rausgehauen. Ich habe das als Folge rausgehauen und einer sagt dann, ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen, ich gehe jetzt Schnitzel essen. Na, ist ja egal. Es geht jetzt nicht um eine Sache. Ich habe jetzt niemanden, ich habe jetzt auch keinen Namen gesendet. Nein, alles gut. Ich sage nur, es war einfach zu viel, was passiert ist. Ja, wenn mal was passiert, dann würde ich ja nichts sagen. Aber es gab ja praktisch jeden Sonntag irgendwas und es wurde auch nie aufgearbeitet. Es wurde nie drüber gesprochen, es wurde nie geklärt. Es war immer, man hat einfach die gleiche Scheißstimmung dann in den nächsten Sonntag reingetragen. Ist ja aber auch egal. Ich möchte halt praktisch ein neues Projekt eröffnen, wo ich praktisch der Schirmherr von bin. Wenn die anderen gerne noch mit den anderen da als Crazy Five weitermachen wollen, dann will ich auch nicht im Weg stehen, das kann man gerne machen. Das ist ja nicht meine Angelegenheit, das kann man gerne machen. Ich möchte aber gerne, wie ich schon mal gesagt habe und wie auch gerade dieser Stream hier heißt, ich möchte gerne zu den Wurzeln zurückkehren, die wir diese Gruppe hier eröffnet haben oder wo sie eröffnet wurde. Und möchte halt gerne erstmal, das betone ich auch erstmal, nur mit Kev und mit Yvonne weitermachen als Dreiergruppe. Möchte gerne, dass wir jeden Sonntag das Projekt wechseln. Das heißt, wir machen jetzt nicht nur The Forest, sondern wir sagen, wir machen zum Beispiel diesen Sonntag The Forest, machen nächsten Sonntag wieder eine Runde Minecraft, dann den Sonntag darauf mal eine Runde, weiß nicht, Team Sonic Racing. Dann machen wir vielleicht mal wieder GTA, dann machen wir wieder mal was anderes, damit auch einfach mal dieses stupide, wir machen immer und immer das Gleiche, auch wegkommt. Ja, das ist schon mal Vorschlag Nummer 1, dass wir immer das Projekt wechseln, dass wir nicht jeden Sonntag das Gleiche machen, sondern wir wechseln praktisch immer mal was anderes, damit man auch mal was anderes zeigen kann. Ist ja auch scheiße, wenn du immer nur 50.000 Mal GTA auf deinem Kanal zeigst und du hast sonst nichts. So, jetzt ist hier gerade dunkel, jetzt bräuchte man eigentlich noch was zum Pennen. Ich würde würd ja gerne trotzdem auch mal mein Spiel speichern. Ja, dann weiß nicht, kann man das auch bei dem Jagdunterstand? Hast du jetzt schon gebaut, Yvonne? Nee, ne? Nee, ich kann gerne bei den Bauern nehmen. Wäre vielleicht besser, dass wir mal daneben bauen. Bau mal einen. Bau mal einen. Dann machen wir mal einen kleinen Trick hier einfach hier. Das heißt, dass quasi mehr oder weniger du jetzt als Schirmherr sagst, okay, wir machen jetzt nächste Woche das und wir ziehen dann mit, wenn wir Bock haben und wenn nicht, dann halt nicht. Nee, das nicht. Es ist jetzt nur so einfach nur, es muss ja nicht auch nicht das Spiel sein. Ich sage einfach nur, dass wir praktisch uns jedes Wochenende mal was anderes überlegen, was wir zusammen machen. Hat ihr auch einen Stein? Natürlich, ja, warte. So, natürlich jetzt, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen mega krassen Riesenspielen, wo du 100 Gigabyte auf der Playstation brauchst. Das wäre schon schön, wenn es eher auch manchmal kleinere Spiele sind, wie zum Beispiel mal Golf for Friends, was wir ewig nicht mehr gemacht haben, das Minigolf-Spiel oder solche Geschichten. So dass wir aber halt einfach mal Abwechslung drin haben, dass wir jedes Wochenende was anderes machen. Weil du es vorhin angesprochen hast, ja, ich habe mit Sabrina gesprochen. Ja, sie könnte sich vorstellen, so einmal im Monat mit uns mal zusammen auf gute alte Zeiten was zu machen. Da bin ich gerade am Arbeiten dran. Das könnte auch noch kommen, ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir uns mal alle paar Wochen mal entweder den Sven oder den Enrico so als Gast mit dazu holen, um auch mal was zusammen zu spielen. Habe ich auch kein Problem damit. Aber grundlegend als mein Charakter ist gerade kalt, weil es regnet und so. Warte mal, ich stehe mal ans Feuer hier. Ich glaube, da wird einfach wärmer. Ne? Warm. Da kann ich auch gleich mal was essen. So. Wo war ich gerade? Ja, also, dass wir uns wir können die uns gerne als Gäste dazu holen. Deswegen sage ich auch, ich habe kein grundlegendes Problem mit den Leuten persönlich. Es war einfach die Gruppendynamik, die mich abgeschreckt hat. Wir können uns die gerne mal so genau wie Sabrina gesehen, so alle paar Wochen mal als Gast dazu holen und mal einmal was zusammen machen. Aber grundsätzlich, Kev, ich sag ja, zurück zu den Wurzeln wie früher. Kev steigt voll ins Feuer. Ja, das kennen wir auch noch von den alten Videos. Aber dass wir halt grundsätzlich als alte Truppe, das heißt du, Kev, Yvonne und ich, zusammenbleiben und dass wir zu dritt die Projekte machen.
Wenn jetzt zum Beispiel mal Yvonne zum Beispiel mal nicht kann, dann suchen wir und Kev und ich uns zum Beispiel irgendwas, was man als Koop spielen kann. Gibt es ja auch genug Spiele, wo man zu zweit als Koop irgendwas zusammen machen kann. Ha. Oder wenn Kev mal nicht kann, dann mache ich halt mit Yvonne irgendwas zusammen. Aber dass aber wir halt erstmal ruhig und für uns weg von dem ganzen Alten, das Abschütteln, das ganze Drama, den ganzen Streit, den ganzen Stress erstmal hinter uns lassen und dass wir erstmal unter uns zusammen wieder zu dem finden, warum wir überhaupt diese Gruppe hier gegründet haben. So, und das wäre praktisch jetzt mein Plan für die nächste Zeit. Jetzt ist die Frage, ob ihr das so mitmachen möchtet oder nicht. Wenn natürlich nicht, dann zwinge ich auch niemanden dazu, dann lassen wir es eben. Aber das wäre halt jetzt mein Plan für die ganze Geschichte. Vollkommen okay. Wie gesagt, ich mach da gerne mit. Du willst also den Sonntag definitiv als Aufnahmetag weiterhin beibehalten, diesen Sonntagvormittag. Genau, genau. Aber halt ohne dieses wir müssen, ja. Das soll halt auch einfach weg. So, wenn man halt mal nicht kann und wir müssen es halt mal ausfallen lassen, weil Yvonne nicht kann oder du nicht kannst oder weil kaum jemand kann, dann ist es halt so. Da stirbt die Welt auch nicht dran, wenn wir mal einen Sonntag mal nichts machen. Ja. Ich möchte halt einfach. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich hauptberuflich Busfahrer bin. Das ist das Problem, dass ich auch Schichten habe, die sonntags vormittags gehen. Dann wird das auch, es wird definitiv mal passieren, dass ich ausfalle. Ja, und ich möchte halt einfach weg von diesem ständigen Diskutieren und Rumstreiten und. Ich möchte das einfach weghaben. Ich möchte einfach, dass wir zusammen irgendwas zusammen machen sonntags, wo wir einfach Spaß haben, wo wir mal ein bisschen zusammen, jetzt auch schön zusammen quatschen können und Spaß haben können und wo keiner da sitzt die ganze Zeit und uns anschweigt oder gar nichts mehr macht oder einfach bockig ist oder weiß da gar nicht auch was. Das will ich alles nicht mehr. Ich möchte einfach nur zocken zusammen. Punkt, aus, Ende. Ich habe auch zum Beispiel für GTA, wenn wir jetzt doch nochmal in den nächsten 2-3 Wochen GTA machen wollen, ich habe auch erstmal Playlisten, die nur für uns drei gut wären. Da ist schon wieder so ein Spinner. Zwei sogar. Wir haben Gesellschaft, habe ich doch gerade gesagt. Habe ich auch schon erstellt. Also wir könnten auch erstmal nur wir drei machen und schauen dann halt, dass wir irgendwann mal, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, wenn Gras drüber gewachsen ist, über ein paar Sachen, dass man vielleicht dann den einen oder anderen mal als Gastmitspieler dazu holt. Was ihr mit denen sonst noch so macht, das ist komplett eure Geschichte und da will ich mich auch nicht einmischen. So, und das wäre jetzt mein Standpunkt zu der ganzen Geschichte. Ich bin da offen, dass wir tatsächlich ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Persönlich freue ich mich tatsächlich auf dieses Racing-Team mal. Das gibt es ja momentan eben sonst im PlayStation-Store. Ja. Und apropos kostenlos, Kev, das Ark, was die Yvonne immer spielt, ist auch habe ich auch kostenlos. Schon gesehen. Ich habe tatsächlich. Könntest du dir? Ich hab's mal gekauft. Also abgesehen davon ist es kein Problem. Vielleicht ist das auch mal eine Option für dann irgendwann mal so zu sagen, wir gehen jetzt mal auf. Ja, dass wir vielleicht das zusammen. Auch mal Baby zuliebe, weil ich weiß, die mag das Spiel sehr. Das war Baby, musst du mal Kev so nachmachen? Ich wollte auch noch Fleisch reinlegen. Baby ist wieder Feuer und Flamme. Nein, aber. Baby, das mit dem Fleisch rein irgendwo, das ist Männeraufgabe, das weißt du doch. Schäm dich. Du hast aber keine Dame. Deine Mini-Salami brauchst du nicht irgendwo reinhalten. So, ja, also wie gesagt, das wäre jetzt halt grundlegend mein Plan für die nächste Zeit, dass es da praktisch ein neues Projekt mit einem neuen Namen gibt, wo man gerne die alten Leute mal gelegentlich als Gäste dazu holt, aber wo halt praktisch der Kern wir bleiben. Wir drei sind der Kern der Gruppe. Und man holt sich halt gelegentlich mal jemanden dazu. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel GTA jetzt nach diesen 400, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich mittlerweile gemacht habe. Nein, wir machen trotzdem noch GTA. Halt. Lass mich das mal kurz aussprechen. Dieses Ding hier, The Forest, wird auf eine neue Playlist gebaut. Das heißt, es gibt eine neue Playlist, die wird heißen Back to the Roots oder Zurück zu den Wurzeln, wie auch immer. Wo halt zum Beispiel jetzt mal gesagt wird, wir zocken jetzt mal nur The Forest bis Folge 10. Dann geht es mit Folge 11 dieses Racing Team mal weiter. Das, was das GTA, dieses Crazy Five YouTube, das bleibt als eigene, selbstständige Playlist bei mir auf meinem Kanal drin. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, ich treffe mich mit Sven, ich treffe mich mit Enrico oder was auch immer, auch ihr beide seid natürlich herzlich willkommen, gerne mal als Gast mit dabei zu sein.
Dass wir sagen, wir machen mal wieder ein bisschen GTA mit den anderen Leuten und alles drum und dran und bauen da mal irgendwas. Das wird dann weitergeführt. Aber es wird halt nicht sein, dass wir jetzt weiterhin über den 17. Mai hinaus, da ändert nämlich die Playlist bei mir, dass wir da dann aufhören. Das müssen wir halt mal spontan schauen. Es kann sein, aber erstmal, dass da eine kleine Pause mit reinkommt. Aber es kann auch sein, dass wir sagen, wir machen dann irgendwann mal mit den, ich mache nur mit Enrico, ich mache nur mit Sven mal weiter, oder mit beiden, wie auch immer, wie so wie gerade Lust drauf, auch mit Max natürlich, klar, oder wie gesagt, wenn ihr beide Bock habt, mal wieder, ich habe mal wieder Bock, euch mitzumachen. Klar, also Crazy for YouTube ist erstmal, Stand jetzt, so wie es in der alten Konstellation war, Geschichte. Also zumindest in dieser Fünfer-Trupp oder Sechser-Trupp waren wir ja teilweise, ist erstmal soweit Geschichte und da müssen wir auch ein bisschen was ändern und ja, das kann natürlich nicht so weitergehen und, aber wie gesagt, das hier, ja, dieses Back to the Roots, das wird eine eigenständige Playlist werden, wo ich dann ja, sage, kannst so wie wir das am Anfang, so wie wir das tatsächlich, oder so wie ich das am Anfang bei Crazy Five YouTube gemacht habe, wo wir dann immer mal wieder auch Rocket League, wir können auch Rocket League mal wieder zu dritt zocken. Ja, gerne, können wir auch machen. Das kannst du auch zu dritt machen. Und ich merke. Und wie gesagt, wir können auch gerne zu dritt auch mal nur GTA, nur wir drei machen. Das kann ja getrennte Sachen, du kannst ja gerne mit denen was machen und das wir können war ja jetzt uns der Plan. Machen. Das war jetzt genau das, was ich gerade anmerken wollte, bis vorhin irgendwelche Leute sagen, es kommt jetzt regelmäßig GTA. Also es wird, wir treffen uns, wie gesagt, sonntags, unsere Dreier-Trupp trifft sich sonntags, gerne, wie gesagt, mit dem Gast von den anderen noch. Oh, ich muss gerade mal was essen und trinken. Mit Bleibehalt und das, was dann irgendwann mit dem mit Crazy Five weitergeht, das müssen wir halt gucken, wie es dann am Ende, was am Ende halt passiert. Das ist halt erstmal nur die Anmerkung, das kann sein, dass wir einen anderen Tag gehen. Ich habe jetzt quasi mit meiner Mitbewohnerin, wie auch immer, eine zweite Playstation gekauft. Dementsprechend. Seiner Mitbewohnerin, das klingt aber auch. Wir haben tatsächlich gestern eine zweite Playstation gekauft. Ja, ich wurde nicht alleine hier. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr zu sagen, ey, wir müssen unbedingt nur diesen Sonntag machen, weil anders es geht nicht. Weil sie will ja auch mit ihren Leuten da ein bisschen zocken und das ist jetzt erstmal okay. Deswegen, meine Playstation gehört jetzt erstmal mir wieder. Und ich bin, was Aufnahmetage ist, auch durchaus flexibel, wo wir dann mal uns zocken, treffen, was auch immer. Und wie gesagt, und wir gehen inzwischen zu den Wurzeln und ich freue mich auch, wenn ihr wieder mal zum Beispiel Sabrina mit reinschaut. Die war ja schon ewig nicht mehr dabei. Die auch genau wegen solchen Sachen wie diesen internen Querelen rausgegangen ist. Richtig. Hat, ich habe keine Lust mehr auf solchen Themen und ich bin dann raus und alles drum und dran. Sie hat ja einen Roleplay-Server mit GTA und alles drum und dran. Auch das tatsächlich habe ich mit Markus schon intern gesprochen. Ich spreche jetzt sehr viel. Es kann tatsächlich sein, dass, ich lege jetzt keinen Zeitpunkt fest, aber in Zukunft genau das passieren wird. Was wir sagen, wir gehen auf GTA mal irgendwann auf den PC, weil ich habe zum Beispiel einen fertigen PC da stehen. Er braucht nur einen neuen Bildschirm und einen neuen Antivirus-Programm und dann sollte das funktionieren. GTA ist drauf installiert, funktioniert auch alles drum und dran. Das kann auch immer sagen, dass wir sowas mal gerne dann. Ist auch bei mir schon installiert. Ich brauche halt einen Server. Dass wir das irgendwann mal zusammen machen. Auch das kann auch gerne mal irgendwann passieren. Also, ist es viel geplant und auch nicht geplant. Und ihr könnt auch gerne sagen: Hey Leute, ich hab mal Bock, ihr drei seid super lustig, zockt doch mal das und das und ich hätte gern Bock mit zu zocken. Können wir auch gerne mal machen. Auch da, wie gesagt, wird sich wahrscheinlich irgendwann mal sagen, hey, ich kann nur an dem Tag und mit den anderen sagen, klar, wir haben Bock. Ja, aber in der nächsten Zeit erstmal nicht. Wie gesagt, ich möchte es gerne ist nur, erstmal, dass wir erstmal unter es uns ist bleiben. Nur, so. Es ist erstmal nur ein bisschen viel Zukunftsmusik. Muss erstmal alles wieder ein bisschen aufgebaut werden und alles drum. Hier, Leute, könntet ihr erstmal kurz das hier aktivieren, hört das Pennen, das wird mal die Nacht erstmal hier wegkriegen. Ja, klar. Ja, ich weiß nicht, ich habe viel gesprochen, aber genau das ist einfach so, was wir uns so ein bisschen überlegt haben. Aber wie gesagt, das wäre jetzt halt so mein Fahrplan, zumindest für die nähere Zukunft, dass ich halt erstmal, ich möchte gerne weiter mit euch was machen, das hat ja damit auch nichts zu tun, aber dass wir halt praktisch es wird heiß. Entschuldigung, ich bin sofort wieder da. Aber dass wir halt erstmal wegkommen von dem ganzen Drama-Scheiß und weil das auch für die Leute, das ist auch für die Leute nicht schön anzusehen, wenn du die ganze Zeit nur Aufnahmen machst und die ganze Zeit die Leute sich immer nur anflamen und Vorwürfe machen und was ich aber auch ein bisschen schade fand, ist halt quasi, dass es Leute gab, auch wenn wir nochmal zu diesem Thema zurückkehren, bei uns in der Gruppe waren, die tatsächlich
erst in 2 Wochen oder eine Woche nicht auf die Reihe bekommen zu schreiben, hör mal, ich bin da und da. Du läufst die Leute hinterher, du markierst die Leute und fragst nach, was ist denn jetzt los? Und es kommt immer noch keine Antwort. Und du legst dich auf 3 Leute, 4 Leute fest und alles, und du freust dich super drauf. Und dann bricht der aus welchem Grund auch immer der nächste noch weg und du stehst am Ende mit 2 Mann dort. Und das ist dann ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich ja gesagt, es auch nicht weiterzuziehen. Es gab ein immenses Kommunikationsproblem. Wir hatten schon eine WhatsApp-Gruppe, die jeder benutzen könnte, und sie wurde nicht benutzt. Ist einfach so. Sie wurde nicht benutzt. Ach ja, soll ich nicht nur gute Neuigkeiten sagen? Du darfst auch natürlich was dazu sagen, klar. Ich habe ab nächsten Monat eine Festplatte, also kann ich mir Spiele draufpacken. Ja, wie gesagt, schmeißt ihr dieses Racing-Team drauf, schmeißt ihr das Rocket League, ballert ihr das Rocket League wieder mal drauf, das Golf für Sven, also solche Sachen halt, solche witzigen Sachen. Ja, Rocket League wird bei mir sicher nicht mehr draufpassen. Hä? Rocket League wird bei mir erstmal gar nicht draufpassen, erst ab nächsten Monat dann. Ja, das ist ja auch nur für die Zukunft. Strategie habe ich gerade drauf. GTA. Es ist Sonic, Skyrim. Ja, ich habe auf jeden Fall 3 Spiele, die wir. Nee. 1. Ja, das, 2, aber das ist halt genau das, was 3, ich meine. 4, wir werden 5 Spiele auf jeden Fall auf dem Platte, die wir zusammen spielen können. So. Wir können für dieses Ding hier, für die neue Gruppe auch eine neue WhatsApp-Gruppe machen, wo wir nur zu dritt halt drin sind. Das mache ich schon noch. Und dann kann man ja. Und dann. Hoffentlich sollte das passen soweit. Ich meine, es hat ja damals funktioniert. Ich weiß nicht, aus welchem Grund das immer wieder aus dem Ruder gelaufen ist. Was da jetzt genau. Was jetzt, ich glaube, das sind einfach viele Faktoren gewesen. Am Anfang hat das ja wunderbar alles funktioniert. Wir haben uns ja getroffen. Ich meine, ich merke es ja jetzt hier zum Beispiel, jetzt an dem Ding jetzt hier. Wir sitzen hier, wir quatschen hier, wir bauen nebenbei ein bisschen Zeugs. Wir haben einfach Spaß untereinander gerade. Und es ist halt kein Geflame, es ist kein Stress und alles. Und ich denke, da sollten wir auch wieder zurück. Ja. Und da wollte ich genau wieder hin, genau zu dem, wie wir es jetzt haben, ohne Stress, ohne Drama, ohne dass irgendjemand sich beleidigt fühlt, ja, dass man einfach nur zusammenspielt. Das ist das, was ich von Anfang an einfach nur wollte und nicht immer dieses, wir müssen uns Sonntag hinsetzen und wir müssen unbedingt das machen und ich muss unbedingt das schaffen. Nein, ich will einfach nur, dass man zusammenspielt. So, das ist schon mal fertig jetzt. Aber wie ich das zum Beispiel angesprochen habe, wir hatten mal einen User, einen Facebook-User, der unter ein GTA geschrieben, Video von mir geschrieben hat, wo auch solche Sachen passiert sind. Ne? Wir können nur mit gegen NPCs. Ja, vielleicht können wir auch nur gegen NPCs. Vielleicht ist das genau das. Vielleicht hat der gar nicht so Unrecht. Wir haben ihn damals ein bisschen angemacht, weil es hieß ja von wegen, nee, wir können es besser. Ich glaube, wir können es nicht besser, wir können nur gegen NPCs, scheinbar. So, dann setze ich hier mal noch eine Hütte drauf. Oh, dass man das nur in eine Richtung drehen kann, ey. Weißt du nicht mit dem, das müsste so gehen, oder nicht? Alles gut. So. Ich bin nebenbei noch am Frühstücken, also es kann ein bisschen knuspern. Alles gut. Also gerade im Stream. Alles gut. So, da haben wir das. Was ist denn wieder drüber gezogen? Spielt jetzt Fingerpuppe oder was? Lol, der will mir hier praktisch einen Zaun zwar drumherum packen, ja, aber ohne Öffnung. Was sind das für ein Schwarm? Ja, den musst du einstellen mit Türen und so. Ja, Nein, ich meine ein Zaun. Ich wollte hier so wie so ein Geländer hier drumrum machen, aber der macht das nur komplett drumrum. Der macht, dann kannst du abreißen. Ah, jetzt habe ich was. Okay, jetzt habe ich hier. Jetzt, ja. Hallo? Jetzt, das sieht doch gut aus. Ich will auch. Oh.
So. Ja, wir müssen tatsächlich auch weg von diesem ganzen ich zwinge, ich muss, ich und alles drum und dran und ja. Und wenn da mal wieder, es gibt auch, also GTA läuft weiter, es gibt halt einen neuen Slot für dieses, für diese Sachen hier. Jetzt. So. Ich finde etwas zum Essen, ich habe Hunger. Das wäre jetzt gar nicht so. Ja, vielleicht auch mal eine Dingsfalle, eine Hasenfalle und sowas bauen. Ja, also, ja, das könnten wir vielleicht mal machen. Herstellung, warte mal. So. So. Passagierliste. Habe ich irgendwo den. Brauchen wir hier noch. Warte mal, wie komme ich auf die. Ah, hier. Nee, alles gut, oder? Warte mal. Nach oben drücken. Ja, ja. Feuerkreuz nach oben. Feuer, Unterkünfte, Essen, Wasser. Essen, Wasser, ne, ist das. Nee, Fallen und Verteidigung, oder? Hasenfalle. Ist das egal, wo ich die hinstelle, ne? Ja, vielleicht eher so Richtung Wald, irgendwo, wo vielleicht auch ein Hase unterwegs ist. Und wir bräuchten auch so ein Trockenregal, müssen wir uns noch bauen, dass wir dann ja, auch Fische irgendwo auffangen können. Vielleicht ich ist ja hier irgendwo in der Nähe eine Fischquelle, weißt du vielleicht irgendwas? Oh ja. Wir den Strand weiter nach links gehen an den Container vorbei, guck mal zu unserem alten Stammplatz, da gibt es ja einen Teich. Okay. Dass wir da gelegentlich mal... Ich fange mich mal jetzt, ich fang hier mal so ein bisschen auf mit Trockenregal und mit den Hasenfallen. Dass ein bisschen was bauen kann. Wer vergewaltigt gerade da irgendwie sein Knöpfchen? So. Bitte. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Hat keiner gesehen, ne? Was denn? Nein. Wir haben nichts gesehen. Ist das für zu essen? Trinken, schnell. Alkohol, isolierbar. Platt. Hat jemand irgendwas zu futtern hier gerade noch? Nee, ne? Ach, ich denke, du musst doch noch. Kannst gerne auch einen Grill schmeißen, wenn du willst. Ja, ich hab nichts mehr. Und du müsstest doch vielleicht noch. Hast du nicht noch Schokoriegel aus den Koffern? Nee, ich hab gar nichts mehr hier. Das ich schmeiß auf den Grill. Ich brauch. Weil ich bin gerade die Hasenfalle am Bauen und ich hab fast nichts mehr in der Nähe. So, muss ich also nur braten, bitteschön. Ich hoffe, das ist erstmal genug Fleisch für euch. Das Lagerfeuer mit den Steinen, das bleibt ja, glaube ich, ne? Das zerfällt ja. Auch nicht. Auge juckt, Auge juckt, Auge juckt.
Auf jeden Fall bin ich froh, dass da meine Idee für die nähere Zukunft gut angekommen ist bei euch und ja. Dass es da doch irgendwie friedlich weitergeht. Schauen. Wie gesagt, ich denke. Vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht ist es tatsächlich so gut zu sagen, man macht was Neues und ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ist halt immer dasselbe. Das ist halt so. Ja, vielleicht kann man ja mal trotzdem gucken, wenn GTA zum Beispiel mal ein cooles DLC bringt, wie jetzt zum Beispiel das mit der Agentur. Ja, ich weiß, Markus, du fandest es nicht so gut. Aber solche Sachen halt, dass man sagt, man geht auch mal wieder auf GTA und guckt sich mal einfach zu dritt, zu viert das DLC zum Beispiel mal an oder sowas, um einfach mal weg. Und dann ich hab doch gesagt, man kann ja gerne mal einen als Gastspieler mit dazu holen. Ich möchte halt nur nicht mehr mit so einer großen Gruppe zu tun haben. Das ist alles. Ja, yeah, ich habe eine Hasenfalle gebaut. Sehen. So. Was hast du gesagt? Doch, Trockenregal, ne? Ja, dieses die Stelle, wo man Fische ja. Und sowas hinlegen kann. Ja, warte. So, die Stufen sind fertig. Da muss ich glaube ich noch was dazwischen machen. Das ist ein Hasenkäfig. Ich weiß. Ich weiß nicht, was ist. Direkt hier der freien Wildbahn, ob das eine gute Idee ist. Nein, es war wirklich nicht. Es ist ja wirklich so, weil nebenan ist die Hasenfalle, dass wir direkt rüber sitzen können. Das war jetzt tatsächlich mehr oder weniger so Absicht. Ich habe ein schönes Geschenk für dich. Na toll. Ach, Trockenmuschel willst du auch direkt hier hinstellen oder was? Ich würde eher im Haus bauen, ne? Ja, gut, wir können auch klauen, die Kannibalen können das Essen klauen. Okay, dann nehmen wir das mal wieder raus. Warte mal. Dann nehmen wir das raus und schätzen das mal ins Haus. Wie auch ja, mal. Vielleicht so wie im Vorgarten oder so. Das würde gut aussehen. Naja. Stimmt eigentlich, vielleicht ist es gar nicht so. Ich bin jetzt, ne? Ausdauer tanken, gell? Na gut, ein paar Pillen reinwerfen, dann geht das wieder, ne? Das ist warte mal kurz, da ist genau das ist nicht. Ich repariere das gerade. Das war jetzt gut. Können wir das nochmal machen? Ich muss mich mal vorne drauf die Bank sitzen. Wieso kann ich denn jetzt da nicht einfach so ein Ding da dazwischen setzen? Auch mal so ein paar Sachen hier hin. Also zumindest vor. Geiler Bug, muss ich zugeben. Immer noch zumindest einen Baum. Dann hätten wir einen Garten. Hilfe, ich schieb mich nicht weg.